Ich habe gestern Abend erwähnt, dass die Meditation kein Zweck an sich ist, sondern nur ein Mittel zum Zweck. Der Zweck ist, die Wahrheit zu erkennen, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, ein ganz neues Weltbild und Ich-Bild zu bekommen, eine tiefere Erkenntnis, eine Tiefenperspektive, einen erweiterten Horizont, der weit über das hinausgeht, was uns täglich zustößt, womit wir uns immer wieder beschäftigen. Die Meditation ermöglicht uns das, weil sie den Geist einmal zur Ruhe bringt, sodass wir etwas viel Tieferes und Wahreres in uns erleben können, als was sonst ständig in uns, in unserem Innenleben herumschwirrt und dadurch als Reaktion hervorkommt. Um die Dinge einmal so zu sehen, wie sie wirklich sind, ist das Erste, was nötig ist und wichtig ist, die Vergänglichkeit zu erleben. Das Wort Vergänglichkeit wird sehr viel benutzt in der Lehre des Buddhas. Auf Pali Anicca, A-N-I-C-C-A. Eins der drei Merkmale des Daseins. Vergänglichkeit. Und ich habe so einen Verdacht, dass alle diejenigen, die schon oft die Lehre des Buddhas gehört haben, und davon sind ja eine ganze Menge hier auch, aber nicht nur die, sondern alle, die es schon öfter gehört haben, diese Vergänglichkeit akzeptiert haben. Und damit hat sich's. Naja, dann ist eben vergänglich. Das genügt aber nicht. Vergänglichkeit akzeptieren ist zwar ein schöner Schritt, aber man muss sie erleben. Und erst wenn wir sie erlebt haben, dann wird sie so bedeutsam, dass sie unsere ganzen Prioritäten verändert. Denn solange wir sie nur akzeptieren und es passiert irgendetwas Gutes oder Schlechtes, im Allgemeinen mehr bei den schlechten Dingen, die guten Dinge möchten wir gern festhalten, sollen bleiben. Aber bei den schlechten Dingen, die uns passieren, naja, ist auch vergänglich, wird schon wieder besser werden. Erledigt. Darum geht's nicht. Das ist zwar der Anfang, aber darum geht's wirklich nicht. Und es ist gar keine Frage, dass der menschliche Geist sich immer wieder versucht und immer wieder versucht, den einfachsten Weg zu finden, um es sich angenehm zu gestalten. Und Vergänglichkeit wird häufig als unangenehm angesehen. Wenn uns etwas wehtut und das hört auf, der Schmerz, dann ist natürlich die Vergänglichkeit sehr angenehm. Aber in dem Prozess haben wir längst vergessen, dass das Vergänglichkeit manifestiert. Und wenn uns etwas sehr gut gefällt und das hört auf, dann haben wir auch längst vergessen, dass das die Vergänglichkeit manifestiert, sondern wahrscheinlich ärgern wir uns. Und dann können wir das Wort Vergänglichkeit schon so oft gehört haben, wie nur möglich ist. Wir können es akzeptierbar haben, wir können daran glauben, was natürlich auch nicht richtig ist. Denn etwas zu glauben hat überhaupt keinen Sinn. Es muss so verdaut sein, dass wir ein Teil davon sind, dass es ein Teil von uns ist. Nichts hilft, wenn wir es nicht leben können. Und wenn wir es leben können,
dann ändern sich unsere Prioritäten gewaltig. Denn dann wissen wir, dass wir nicht erst am Lebensende sterben, obwohl das auch schon mal genügen würde, wenn sich jeder darüber Gedanken machen würde, wie lange eigentlich noch hier ist. Wenn wir die Vergänglichkeit wirklich begriffen haben, das heißt, so in uns aufgenommen haben, dass sie eine Tatsache ist, mit der wir nicht nur leben, sondern die uns total durchdringt, dann wissen wir, dass wir jede Sekunde sterben. Und dann ändert sich wirklich das, was wir tun. Und wenn sich das, was wir tun und denken, die Prioritäten, die Reaktionen nicht ändern, durch unser Meditieren, dann haben wir total umsonst meditiert. Es lohnt sich überhaupt nicht, sich da anzustrengen. Dann sollten wir vielleicht lieber was anderes machen. Philosophie studieren. Oder Psychologie. Das ist auch eine gute Idee. Vielleicht sollten wir Psychologie studieren. Wenn sich durch das Meditieren nichts ändert. Es muss sich was ändern, wenn wir es richtig machen. Aber jeder kann es nur für sich richtig machen. Und dazu braucht er einen wachen Geist. Er muss aufpassen. Und das ist die Achtsamkeit. Der wache Geist ist die Achtsamkeit. Auch von der habe ich gestern Abend gesprochen. Ich habe diese Dinge sozusagen angeschnitten und nicht in Detail erklärt. Wir werden über all das auch noch in vielen Einzelheiten mehr sprechen, damit es vielleicht deutlicher wird. Aber dazu muss man noch auch noch sagen. Die Worte sind nichts wie die Finger, die zum Mond zeigen. Niemals der Mond selbst. Wenn das Herz nicht offen ist und der Geist nicht wach ist, aber total wach, total aufpasst und das Herz sich immer weiter öffnet, nutzt das schönste Wort nichts. Sicher versuchen wir in der Lehre des Buddhas die schönsten Worte, soweit es jedem möglich ist. Die nutzen nichts. Das eigene Herz muss ganz offen sein. Das persönlichen Meinungen und Ansichten müssen mal ganz kurzfristig in der Garderobe abgegeben werden. Können alle wieder in den Koffer eingepackt werden und mit nach Hause genommen werden. Aber kurzfristig mal wegpacken. Die Ansichten und Meinungen, die wir haben, hat der Buddha als das größte Hindernis bezeichnet, um die Wahrheit zu erkennen. Die Lehrrede, die Brahmajala Sutta, die Lehrrede von dem Netz der Ansichten, zeigt, dass da 62 Arten von Ansichten gibt, sozusagen Rubriken, die die Menschheit hat, unter denen man alle Ansichten einteilen kann und sind alle falsch. Jeder einzelne davon ist falsch. Und sie ist darum falsch, weil sie nicht auf absoluter Wahrheit beruht, sondern auf relativer. Auf der relativen Ebene sind sie alle ganz richtig. Ich bin ich und du bist du. Und ich möchte gerne gut meditieren. Und ich möchte gerne Sicherheit haben. Und ich möchte gerne jemand sein. Und ich möchte gerne von dir anerkannt sein. Stimmt alles. Und ich sitze auf meinem kleinen Kissen. Und ich bemühe mich. Alles in Ordnung. Aber auf der absoluten Ebene stimmt das alles nicht. Und daher sind alle Ansichten und alle Meinungen, die wir mitgebracht haben, nicht brauchbar, um die Wahrheit zu erkennen. Und so wäre es, wenn uns das möglich ist, was natürlich nicht einfach ist, wenn es uns möglich ist, uns zu entleeren,
den Geist von allem, was er sich so ausdenkt und überlegt und was er so gern hätte, mal entleeren, leer machen. Im Koffer, im Zimmer lassen, hineinpacken. Muss ja nicht weggeworfen werden gleich. Kann ja alles wieder haben. Nur mal momentan, ein paar Tage weglassen. Und im Herzen eine Öffnung hervorrufen, die auf Vertrauen und Hingabe beruht. Ohne Vertrauen und Hingabe ist diese ganze Sache, die wir hier machen, unmöglich. Diese beiden Eigenschaften, die manchen Menschen ganz leicht fallen und manchen sehr schwer fallen und den meisten so in der Mitte, diese beiden Eigenschaften sind unumgänglich nötig, um überhaupt erstmal zu verstehen, um was es geht und dann, um meditieren zu können. Und dann, um aus der Meditation auch die nötigen Resultate zu bekommen, nämlich so leben zu können. Vertrauen und Hingabe. Und was bedeutet Vertrauen und Hingabe? Vertrauen und Hingabe bedeuten die Öffnung des Herzens, die liebende Zuwendung, dass sich einmal etwas beiseite schieben. Nicht ich weiß es und ich kann es und ich bin es, sondern ich gebe mich dem höchsten Ideal hin. Was immer das sei, man muss ja gar nicht genau definieren. Ich habe es, um es allgemein zu halten, mit der Vollkommenheit definiert. Vielleicht genügt diese Definition. Man kann es auch Gott nennen, wenn einem das besser gefällt. Man kann es Gottheit nennen, man kann es Nibbana nennen, man kann es Freiheit oder Erlösung nennen, man kann es Paradies nennen, man kann machen, was man will mit den Worten. Mit Worten wird sowieso sehr viel rumgearbeitet und missverstanden. Mal hineinhören ins eigene Herz. Was sagt das? Was sagt das eigene Herz? Sagt es überhaupt irgendwas? Oder ist es wohl total stumm? Meldet sich überhaupt nicht? Vielleicht kann man da ein bisschen näher kommen. Was sagt mein Herz? Sagt mein Herz, ja, da sind einige Menschen, an denen ich festhalten will? Nutzt mir das was beim Meditationskurs? Gar nichts, ne? Oder da bin ich, der was will, das nutzt mir doch auch nichts. Die Hingabe zum höchsten Ideal, zur Vollkommenheit, das würde das Herz öffnen und erweitern. Und mit dieser Hingabe geht Vertrauen Hand in Hand, denn ich kann mich nur hingeben dort, wo ich vertraue. Wenn ich nicht vertraue, so ist das unser sogenanntes fünftes Hindernis. Heißt traditionell skeptischer Zweifel. Sehr viele Menschen sagen dann dazu, ach, ich bin überhaupt nie skeptisch. In Ordnung. Aber wie es sich äußert, ist ganz anders. Es äußert sich gar nicht, indem man skeptische Redensarten von sich gibt. Es äußert sich damit, dass man sich einredet, man weiß Bescheid. Das ist so ungefähr das Schlimmste, was man tun kann. Was heißt, man weiß Bescheid? Wenn man wirklich Bescheid wüsste, würde man nie eine Sekunde auch nur unglücklich sein. Man würde nie auch nur eine Sekunde mit einem anderen Menschen irgendwelche Schwierigkeiten haben. Wenn man wirklich Bescheid wüsste, würde man wissen, wie das ganze Universum funktioniert. Wenn man wirklich Bescheid wüsste, würde man das Gotteserlebnis in sich tragen, ohne jegliche Pause. Alles andere ist nicht Bescheid wissen. Es ist ein Akt der Demut, zuzugeben, dass man nicht Bescheid weiß. Und wie erleichternd das ist.
Ich muss ja gar nicht Bescheid wissen. Ich bin ja beim Üben. Ich muss ja gar nicht alles können und wissen. Und dass ich unglücklich werde oder andere unglücklich mache, ist ja nichts anderes wie ein Zeichen dafür, dass ich noch nicht zu Ende geübt habe. Weiter gar nichts. Es ist total erleichternd. Denn alles andere ist so eine Herausforderung und ein Druck, derjenige zu sein, der wirklich kann und weiß. Sehr anstrengend und total unbefriedigend, wo man doch immer wieder merkt, man kann und weiß doch nicht. Der Akt der Demut, ich weiß gar nicht Bescheid, aber ich bin bereit, einmal zu hören und zu fühlen und zu spüren und zu üben, um einen neuen und tieferen Weg nach innen zu finden. Und diese Bereitschaft ist Vertrauen und Hingabe. Bereitschaft, die Hingabe, das Vertrauen, was damit Hand in Hand geht. Ohne das, ohne diese beiden, die natürlich in keinem Unerleuchteten vollkommen ausgebildet sind. Aber ohne diese beiden Eigenschaften, die aber jeder hat, können wir überhaupt keinerlei Vorteile aus einer Meditation erwarten. Denn es ist Neuland, was wir betreten. Auch wenn wir schon viele Male im Meditationskurs waren, es ist immer wieder Neuland. Es gibt einen wunderschönen Buchtitel, Zen-Geist, Anfängergeist. Wir fangen immer wieder an. Gestern haben wir angefangen. Und wie ging's? Bestimmt nicht sehr gut. Wenn man anfängt, ist immer wieder alles durcheinander. Da steht die Welt da und da sind die Erinnerungen an das, was man gerade gemacht hat. Je länger wir hier sind, desto besser geht's. Weil die Welt nicht so stark auf uns Einfluss ausübt. Nur so stark, wie wir es erlauben. Am Anfang übt sie viel Einfluss aus, weil das ganze Gedankensystem damit angefüllt ist. Hingabe, sich dem höchsten Ideal verschreiben. Wie immer man sich das höchste Ideal vorstellt. Auch das könnte man sich mal aufschreiben. Was ist eigentlich das höchste Ideal? Was soll das bedeuten? Was ist das Größte? Was ist Gottes Erlebnis? Will ich das überhaupt? Was soll denn das heißen? Was ist Freiheit? Von was will ich denn frei sein? Bin ich überhaupt unfrei? Das sind alles Kontemplationsmöglichkeiten, die ganz wichtig sind in einer meditativen Umgebung. Wenn wir die Meditation nur betreiben, weil wir gerne mal wissen möchten, wie es ist, wenn man ruhig wird, so genügt das überhaupt nicht. Es ist erstens einmal nicht genug Motivation vorhanden, um weiter zu meditieren. Und zweitens einmal nicht genug Geistesstärke. Die Energie, die Willenskraft fehlt vollkommen. Man wird ruhig, und der Geist fängt an zu säuseln. Und das hat auch keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Ist zwar sehr angenehm, fühlt sich sehr angenehm an, aber ist dennoch nicht zu empfehlen. Denn was soll einem das? Man weiß ja immer noch nicht, wie die Dinge wirklich sind. Man weiß nur, dass man mal eine halbe Stunde vielleicht so im Traum war. Oder in so einer bisschen Fantasiewelt. Aber dazu braucht man nicht zu meditieren. Es genügt nicht. Wir müssen die Zeit, die wir hier zusammen sind, und wenn wir zuerst anfangen, kommt einem das so vor, als ob, ach, um Gottes Willen, bis nächsten Montag, na, wie halte ich denn das bloß durch? Aber
Es geht so schnell vorbei. Alle die von euch, die schon öfter in den Kursen waren, wissen das. Am Ende denkt man, ich bin auch gerade erst hergekommen. Was denn jetzt passiert? Schon wieder zu Ende? Die Zeit, die wir hier zusammen sind, so verwenden, dass sie wirklich einen Einfluss hat auf unsere Lebensqualität. Und nicht eine Woche herausgenommen aus dem gewöhnlichen Leben und dann gleich wieder da anfangen, wo man immer gewesen ist. Äußerlich schon, innerlich nein. Wir müssen einmal versuchen, mit der Hingabe an das höchste Ideal, das Vertrauen, das also auf Liebe aufgebaut ist und das Höchste, die Vollkommenheit liebt, die Demut in uns zu erwecken, dass wir das, was die Wahrheit ist, die absolute Wahrheit, noch nicht erkannt haben, aber erkennen können. Alle von uns haben die Fähigkeit. Da ist keiner ausgeschlossen. Jeder kann. Jeder kann die absolute Wahrheit erkennen. Aber man muss das Ego ein bisschen beiseite schieben. Denn das ist sozusagen der Stolperstein. Das ist das, was im Weg steht. Und je größer der Stein, desto stärker stolpert man. Das ist ganz klar. Und diese Stolperei zeigt sich in allem, was man tut, denkt und sagt. In allem. Je mehr Ego, je mehr Stolpern. Das ist doch klar. So ein großer Stein da mitten im Weg ist, wie kann es anders sein? Um überhaupt den Dingen, wie sie sind, etwas näher zu kommen. Nur diesen Stein, den wir nicht sofort beseitigen können, vielleicht ein bisschen aus dem Weg räumen. Nur ein paar Zentimeter. Das heißt, mal momentan sich nicht mit Ich beschäftigen, sondern mal momentan sich mit beschäftigen, was wirklich geschieht, als ein objektiver Beobachter seiner selbst. Ein objektiver Beobachter, der wirklich einmal kennenlernt, wie es innerlich aussieht. Da sind so viele Blockaden, wie wir ja alle genau wissen, sodass wir auf Anhieb sowieso nicht kennenlernen können, was da alles sich abspielt. Aber einige Dinge können wir sehr gut kennenlernen. Und das eine, was wir sehr gut kennenlernen können, ist die Vergänglichkeit. Und wenn wir die Vergänglichkeit kennengelernt haben, haben wir einen offenen Zugang zu einem anderen Weltbild. Dann müssen wir uns nicht anklammern an der Vergangenheit. Und wir müssen uns nicht anklammern an die Zukunft. Und wir müssen uns nicht anklammern an das, was wir glauben, was wir sind. Die Identifikationen, mit denen wir ständig zu tun haben. Das ist auch eine sehr gute Sache, sie einmal aufzuschreiben. Mit was identifiziere ich mich denn alles? Mann sein, Frau sein, jung, alt, schön, hässlich, dick, dünn, klug, dumm, Rechtsanwalt, Arzt, Krankenschwester, tüchtig im Beruf, unglücklich im Beruf, ängstlich, mutig, kein Ende abzusehen von diesen Identifikationen, Tochter, Sohn, Mutter, Vater, Kind, alles vorhanden. Student, was immer es sei. Und jede Identifikation, die wir haben, bestätigt uns oder soll uns jedenfalls bestätigen, dass wir doch jemand sind.
Tut's das? Wir könnten zum Beispiel den Job, mit dem wir uns identifizieren, verlieren oder weil er uns vollkommen fertig macht, aufgeben. Eine Identifikation weniger und, was haben wir, zeitweise große Unruhe. Oder wir kriegen einen neuen Job, der besser ist als der alte. Aha, ich bin doch wer. Und dann funktioniert das gar nicht. Weil ich bin doch niemand. Ein ewiges Hin und Her. Und dann noch die Menschen, mit denen wir uns identifizieren. Die ewige Angst. Derjenige, mit dem ich mich identifiziere, könnte mir verloren gehen. Mit der Angst zu leben, ist so energieraubend und so weisheitsverschüttend, dass es eine der schlimmsten Identifikationen ist. Die Angst, denjenigen, mit dem ich mich identifiziere, zu verlieren. Und dann ist noch die andere, die Ablehnung von denjenigen, mit denen ich mich identifiziere, ist auch besonders energieraubend ist. Alles total unnötig. Können wir erstmal vorläufig, vielleicht möglich, in den Koffer packen. Und alles dann am Montag wieder schön auspacken und mit nach Hause nehmen. Muss ja nicht gleich permanent alles sein. Nur mal zeitweilig. Mal gar nicht identifizieren. Das ist sehr schwierig. Aber man kann probieren. Und das kann man bewerkstelligen, wenn man zum Beispiel die Vergänglichkeit kontempliert. Da kann man aufhören mit der Identifikation mit all dem, was ich da genannt habe und noch bestimmt 100 andere Sachen, die ich nicht genannt habe, mit denen wir uns identifizieren. Denn wenn wir uns wirklich konzentrieren in der Kontemplation auf etwas, dann hat das andere ja keine Möglichkeit, in uns aufzusteigen. Aber wenn der Geist dann dabei immer wieder sagt, ja, ja, es ist vergänglich, und ich dennoch nicht diesen Schritt machen kann, um diesen Stolperstein des Egos zumindest zu verkleinern oder etwas aus dem Weg zu schieben, dann habe ich es immer noch nicht gemerkt. Was bedeutet Vergänglichkeit? Dass alle, die schon gelebt haben, tot sind, bis auf die paar, die jetzt noch hier auf der Erde rumlaufen, wozu wir gehören. Das ist das erste Mal, was Vergänglichkeit bedeutet. Und das Zweite, das, was Vergänglichkeit bedeutet, ist, dass wir keine Ahnung haben, wie lange wir noch hier sein werden. Es kann jede Sekunde zu Ende sein. Und dann sagt der Geist sehr häufig, das hätte ich gar nicht gerne. Oder aber er sagt auch, okay, wenn es bei mir zu Ende ist, ist in Ordnung, nur meine Lieben nicht. Das ist genau dasselbe. Da hafte ich woanders an. Sie selber anhaften. Anhaften ist anhaften. Loslassen ist loslassen. Es ist ganz egal, wo man anhaftet, es ist ganz egal, wo man loslässt. Hauptsache, man tut das eine und nicht das andere. Also diese Verschiedenheit des Anhaftens bedeutet noch lange nichts. Dass ich nicht an meinem Leben anhafte, sondern am Leben derer, die ich, mit denen ich mich identifiziere. Das ist genau dasselbe. Das ist erstmal Vergänglichkeit. Über den Tod ist sich doch jeder klar. Und heutzutage spricht man sogar davon. Es ist nicht mehr tabu. Das ist ja auch schon was wert. Das ist ein Wahnsinn, ne? Dass etwas, was jedem passiert, kein Gesprächsthema sein sollte. Aber man spricht nur davon unter ganz besonderen Umständen. Entweder es kommt ein Vortrag über Leben und Tod oder man liest ein Buch darüber oder es ist wirklich jemand gestorben oder man will sich psychologisch mit dem Tod auseinandersetzen, dann ist es plötzlich ein Gesprächsthema.
Wieso ist das nicht ein Gesprächsthema wie jedes andere? Wie zum Beispiel das Wetter. Wir können nichts mit dem Wetter machen. Und was können wir mit dem Tod machen? Können wir damit irgendwas machen? Wenn er kommt, ist er da. Und wenn es schneit, dann schneit es. Und dann unterhalten wir uns drüber. Schreckliches Wetter, furchtbares Wetter, so kalt. Und so. Oder schöner Schnee. Irgendwas, Gesprächsthema. Und Tod ist genauso ein Gesprächsthema. Macht keiner. Hier können wir uns das erlauben. Kann keiner musern. Das ist unser bedeutsamstes Vergänglichkeitsprinzip. Aber es ist bei langem nicht das Einzige. Denn was der Geist immer wieder in der Lage ist zu tun und immer wieder tut, ist, naja, Tod ist schon recht. Irgendwann mal. Wieso irgendwann mal? In diesem Leben, garantiert. Aber um das zu erleben, gehört dazu, dass wir es jetzt erleben. Und natürlich wollen wir nicht gleich alle tot umfallen, das wäre ja unmöglich, dann könnten wir ja den Kurs nicht weitermachen, wäre ja schade drum. Also, jetzt wollen wir es mal jetzt gleich erleben. Und was bedeutet das jetzt erleben? Was das bedeutet, ist, dass wir den Atem einmal betrachten, und wir werden das gleich machen, als eine Kontemplation, als etwas vollkommen Vergängliches. Jedes Einatmen ist zu Ende und dann kommt ein Ausatmen. Und dann ist das zu Ende. Und wenn das nicht der Fall wäre, und man kann gerne bei dieser Kontemplation mal den Atem anhalten und mal sehen, was daraus wird, wenn man lang genug anhält, wird man puterrot im Gesicht, man fühlt sich am Ersticken und muss einatmen. Wenn man das länger aus irgendwelchen Gründen machen würde, ist man tot. Das heißt also, das Erste, was wir erkennen können in dieser Kontemplation, ist das, worauf unser Leben beruht, ein vollkommen veränderlicher Luftzug ist. Interessant, ne? Wo wir alle so solide und komplett da sind. Und wir sind nur dadurch einen veränderlichen Luftzug. Das meint der Buddha, wenn er sagt, die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Wenn man sich selber einmal anschaut, dass man wirklich nur da ist durch einen veränderlichen Luftzug, dann geht dieser Stolperstein des Egos ein bisschen aus dem Weg. Wie wichtig kann man schon sein, wenn dieser veränderliche Luftzug bedeutet, wenn er nicht da ist, dass ich tot bin? Also ein sehr wichtiger Weg, um mal die Dinge in eine andere Perspektive zu kriegen. Die Veränderlichkeit, die Vergänglichkeit wird durch die Kontinuierlichkeit überschattet. Da jeder Atemzug von einem neuen gefolgt wird, wenn man nicht gerade am Ersticken ist, vergisst jeder dran, wie vergänglich das ist. Daher müssen wir uns das selber mal vor Augen führen. Da kommen dann häufig, und das ist gut so, Gedanken hoch, ja, wenn ich so vergänglich bin, ich habe doch aber dies und jenes und das dritte und das vierte noch gar nicht gemacht und erlebt. Lieber möchte ich gar nicht wissen, dass ich so vergänglich bin. Das Nichtwissen um die Vergänglichkeit ändert die Vergänglichkeit um nichts. Das ist genauso da wie immer, ob ich weiß oder nicht. Wenn ich sie weiß und erlebe, dann kann ich mich danach richten. Wenn ich sie nicht weiß und nicht erlebe, dann lebe ich sozusagen in einer Fantasiewelt. Und in dieser Fantasiewelt baue ich mir dann Luftschlösser auf. Und Luftschlösser, in denen kann man nicht wohnen. Die sind aus Luft. Das ist eine Sache, die wir kontemplieren. Und wir werden das gleich zusammen machen. Diese Vergänglichkeit des Atems. Und dazu möchte ich noch
auch folgendes sagen. Wenn es schwierig ist, bei der Atembetrachtung zu bleiben und den Geist zur Ruhe zu bringen, und wieso sollte es nicht schwierig sein? Es ist auf jeden Fall schwierig für jemanden, der es noch nicht lange und ständig gemacht hat. So ist dies eine gute Alternative der Meditationspraxis. Vor allen Dingen auch, wenn man schläfrig wird, wenn der Geist nicht mehr wach ist, sondern rumsäuselt, dann ist auch das eine sehr gute Alternative. Die Vergänglichkeit jedes Atemzuges. Was sich daraus ergibt, ist vielleicht eine Tiefenperspektive, dass das, womit wir uns identifizieren, nämlich dieses Ich aus diesem Körper bestehend, ja lauter vergängliche, veränderliche Symptome hat. Wir können zum Beispiel unseren Herzschlag vielleicht spüren. Manche können es ganz einfach, manche können es nicht spüren. Ist egal, wir wissen, dass er da ist. Wenn das nicht andauernd hin und her gehen würde, wären wir auch tot. Überhaupt, alles, was sich in uns abspielt als Körpermanifestation, wenn sich das nicht ständig im Verändern ist, sondern einmal stehen bleiben sollte, na, dann haben wir den Tod. Es muss sich verändern. Wir haben zum Beispiel das Einnehmen von Essen. Wir müssen essen, um gesund zu bleiben. Und wenn das aber nicht wieder rauskommt, dann sind wir todkrank. Muss rein und raus. Und rein und raus. Und dasselbe mit dem Trinken. Muss rein und raus. Sonst geht's nicht. Einmal anschauen. Das Essen und das Trinken, was wir täglich mehrere Male am Tag machen und was viele Menschen für äußerst wichtig halten. Mal anschauen, wozu das eigentlich da ist. Das ist nur dazu da, um diese veränderlichen Zellen in uns, das ganze System, was in uns arbeitet, immer wieder zu füttern und loszulassen, zu verdauen und wegzugeben, sodass diese Wechsel überhaupt stattfinden kann. Kreislauf. Es muss wechseln die ganze Zeit. Wenn es aufhört zu wechseln, ist aus. Das in sich einmal erleben. Nicht glauben. Da kann man ja in die Bücher schauen. Da gibt es ja so viele Bücher darüber. Man kann ja in irgendein Medizinbuch lesen. Da steht ja das alles drin. Nein, erleben in sich. Als die Wahrheit, die wirklich ist. Dieses Erleben in sich von dieser ständigen Veränderlichkeit und Wechsel ist ja auch das, was unser Aussehen verändert. Bei der Gelegenheit schlage ich immer vor und tue das auch diesmal, wenn nach Hause komme, ein altes Fotoalbum vorzunehmen. Und sich mit diesem alten Fotoalbum vor den Spiegel zu stellen. Und dann diese niedlichen Bilder von vor 20, 30, 40, 50, 60 Jahren anzuschauen und darauf zu deuten und sagen, aha, das bin ich oder das war ich. Wo ist das kleine Geschöpf, was da zu finden ist auf den Bildern? Was da so niedlich irgendwo vielleicht im Kinderwagen liegt? Oder mit einer Schultüte den ersten Schultag bewältigt. Oder den Ablauf der Schule oder des Studiums feiert. Wo ist denn der? Der ist überhaupt nicht zu finden. Der existiert doch nicht mehr. Weder äußerlich noch innerlich.
da ist eventuell eine gewisse Familienerkenntnis, dass da das Gesicht so ein bisschen so aussieht. Aber da muss man auch schon oft sehr viel Fantasie haben, um überhaupt noch zu erkennen, dass da jemand war, der so ein bisschen aussieht, wie der hier jetzt ist. Aber so minimal, dass wenn man es nicht wüsste, dass dieses Fotoalbum von einem selber handelt, man es bestimmt nicht sich ausdenken würde. Aber das ist ja nur das Äußerliche. Was mit dem Innerlichen? Was hat denn dieser kleine Fritz da gedacht, wie er da mit der Schultüte vor der Schule stand? Das weiß man doch gar nicht. Denke ich das heute? Bestimmt nicht. Und was hat dieser kleine Mensch empfunden, wie er da vielleicht am Strand fotografiert wurde, wie er eine Burg gebaut hat? Empfinde ich das jetzt? Bestimmt nicht. Und vielleicht Bilder von vor 2 oder 3 Jahren, bin ich das wirklich? Ah ja, da steht ja drunter mein Name. Und weiß ich, was ich gedacht und gefühlt habe? Sehe ich so aus? Sehr interessant, ne? Kann man glauben. Hat überhaupt keinen Sinn. Immer wieder ist es deutlich spürbar, dass, wenn man es hört und glaubt, noch lange sich nichts ändert. Das Ego bleibt so groß, wie es immer war. Es muss erlebt sein. Und daher in der Kontemplation die Vergänglichkeit des Atems ist ganz einfach zu erleben. Aber auch wirklich verstehen in der Kontemplation die Vergänglichkeit von jedem Gedanken, der hochkommt. Da ist er, jetzt ist er wieder weg. Das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Was war denn das eigentlich? Schon in der Sekunde kann man sich nicht mehr erinnern. Man nennt das fehlendes kurzfristiges Gedächtnis. Daran leidet jeder. Es ist überhaupt keine Alterserscheinung. Im Gegenteil. Ein trainierter Geist kann zurück. Muss sich auch anstrengen, natürlich. Aber jeder leidet darunter, der überhaupt nicht mehr weiß, was er vor einer Minute gedacht hat. Das sind dann diese Gelegenheiten, wo wir irgendwas machen wollten, vollkommen vergessen, was es war, und dann zurückgehen nochmal, vielleicht in die Küche oder in das Esszimmer oder in das Büro und sagen, jetzt gehe ich nochmal da zurück, wo ich war, vielleicht kommt mir es dann wieder hoch. Vergisst alles. Es ist ein ständiger Wechsel. Was wäre aber, wenn das nicht wäre? Wenn unsere Gedanken nicht ständig sich ändern würden, was wären dann? Das wäre eine Katastrophe, ne? Da müssten wir ständig dasselbe denken. Und nicht nur das. Wir könnten nicht uns ändern. Sind wir zu einem Meditationskurs gekommen, um uns innerlich zu ändern? Oder sind wir hierher gekommen, um in der Meditation endlich einmal diesen unruhigen Geist zur Ruhe zu bringen? Beides gehört zusammen. Das erste allein genügt nicht. Sinnlos. Bringt nichts. Das erste ist das Mittel, das zweite ist der Zweck. Das sind unsere Gedanken, die kommen und gehen und müssen so sein. Was mit unseren Bewegungen? Man stelle sich vor, die würden sich nicht verändern. Ständig verändern. Entweder man ist paralysiert, was ja sehr unangenehm ist, oder man würde zur Salzsäule erstarren. Muss sich doch ändern, muss doch ständig anders sein. Eine Wechselbewegung. Wenn ich den Arm hochhebe, muss ich ihn auch wieder fallen lassen. Wenn ich den Fuß hochhebe zur Gehmeditation, er muss sich bewegen. Denn es ist nicht möglich,
allzu lange da auf einem Fuß zu stehen. Das heißt also, bei der Gehmeditation, wenn die Konzentration auch dabei sehr schlecht ist, das heißt, man kann nicht dabei bleiben, ist auch die Vergänglichkeit eine gute Alternative, die Vergänglichkeit jeder Bewegung. Was haben wir noch? Wir haben Empfindungen, Gefühle und Reaktionen. Das ist Glück, dass die vergänglich sind, ne? Wenn wir die alle immer die ganze Zeit behalten würden, das wäre furchtbar. Was da alles in uns rumschwirrt. Und manchmal spürt man das auch bei Praktizierenden, dass sie die Negativitäten und Reaktionen, die sie hatten, sehr viel schon losgelassen haben. Deswegen sind ihre Gefühle und Emotionen genauso vergänglich wie bei jedem anderen. Aber sie waren in der Lage, etwas loszulassen, was nicht heilsam war. Wenn es nicht vergänglich wäre, unveränderlich, wie könnten wir es loslassen? Wir hätten ja keine Chance, uns zu ändern. Wir ändern uns ja von Moment zu Moment. Nach 7 Jahren sind alle Zellen in unserem Körper neu. Aber natürlich nicht alle auf einmal. Sondern es dauert 7 Jahre, bis alle Zellen erneuert sind. Inzwischen geht der Vorgang natürlich weiter. Das heißt also, sie sind ständig beim Zerfall und ständig beim Aufbau, solange die Lebensenergie reicht. Wenn die Lebensenergie zu Ende ist, baut sich nichts mehr auf. Zerfallen sie einfach. Können wir uns selbst so anschauen, wie es wirklich ist? Oder sagt der Geist, nee, das gefällt mir nicht. Ich bin doch eigentlich hergekommen, um hier ein bisschen Glück und Frieden zu erleben. Es gibt kein Glück und Frieden im Innern, wenn man die Vergänglichkeit nicht in sich so verarbeitet hat, dass sie eine Tatsache ist, mit der man ständig leben kann. Denn sie ist die Wahrheit. Und nur auf dem Boden der Wahrheit gibt es wirkliches Glück und wirklichen Frieden. Denn solange wir uns gegen das stemmen, was Naturgesetze sind und was wirklich ist, haben wir einen Energieverschleiß auf einer unmöglichen Ebene. Wir wollen es nicht wahrhaben oder wir wollen gar nicht dran denken oder wir tun es abtun mit, ja, es ist schon in Ordnung. Auf dieser Ebene müssen wir uns gegen das, was wirklich ist, so wie es uns ständig berührt, immer wieder dagegen stemmen. Denn es berührt uns ja die Vergänglichkeit ständig. Und es ist ständig mit ihr konfrontiert. Im Atem, in unseren Zellen, in unserem Essen und Trinken, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, in unseren Bewegungen und in der Welt um uns herum. Und ständig mit der Vergänglichkeit konfrontiert. Und wenn wir das nicht wahrhaben wollen, das heißt, wir sagen ja nicht, das stimmt nicht, so, das wäre ja übertrieben, aber der Geist sagt, naja, ist ja schon gut, ich weiß, ist alles vergänglich. Wollen wir mal lieber sehen, ob ich nicht ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Wenn der Geist sich also nicht damit beschäftigen will, so will er sich weiter auf einer Ebene der Fantasie und einer unrealistischen Hoffnung bewegen. Daher kommen ja auch die vielen Ideen, die wir haben, über Weiterleben, Reinkarnieren oder wo immer man gern sein möchte, nachdem wir tot sind.
Wir brauchen nirgends gern sein zu wollen, nachdem wir tot sind. Wir sterben jede Sekunde. Und das ist die tiefste Erkenntnis der Vergänglichkeit, dass wir jede Sekunde sterben. Wenn wir das einmal merken, dann wird uns ganz klar, was wir eigentlich mit unserem Leben anfangen sollen. Denn natürlich werden wir in der nächsten Sekunde wiedergeboren. Sind ja alle noch hier. Aber der, der gestorben ist, der kommt nie wieder. Der ist weg. Das ist die Sekunde, die vorbei ist. Die gibt's nie mehr. Was habe ich mit der Sekunde gemacht? Habe ich sie wirklich gut verwendet oder habe ich sie verschlafen, verdöst, verträumt oder unheilsam durch Ablehnen benutzt, durch Widerwillen, durch Ärger, durch nicht berührt sein wollen? Was habe ich mit der Sekunde, die mein ganzes Leben war, wirklich gemacht? Oder habe ich sie effektiv benutzt? Ich habe das in dieser Tiefenordnung darum erklärt, weil viele von euch schon eine Menge Kurse gemacht haben. Und es wird Zeit, dass wir den Tod von Moment zu Moment und natürlich die Wiedergeburt von Moment zu Moment mal wirklich erleben. Denn dann wird einem viel klarer, was ein Menschenleben bedeutet. Ein Menschenleben ist wichtig, aber nicht auf der Ebene, wo wir im Allgemeinen sind. Jemand darstellen, Geld verdienen, wichtigen Job haben, die Leute behalten, die man mein nennt. Das sind so die allgemeinen Ziele. Alle mit Angst verbunden, keiner mit Demut. Demut braucht Mut. Mut, sich selbst zuzugestehen, dass man ein winziges Sandkorn im Weltgeschehen ist, was aber die höchsten Ideale verwirklichen kann, sobald die Ich-Bezogenheit losgelassen ist. Es ist ein wichtiger Weg, weil er der ganzen Menschheit hilft. Wir machen das nicht für uns alleine. Ein Mensch, der das erlebt, Frieden in sich schafft, wirklichen Frieden in sich schafft, der hilft der ganzen Menschheit. Wir sind alle Teilnehmer. Keiner von uns steht abseits, auch wenn wir es sehr oft gerne möchten. Absolute Teilnehmer an allem, was um uns herum vorgeht. Teilnehmer an allem, was in den Bewusstseinsebenen existiert. Aber nur so weit unsere eigene Bewusstseinsebene uns führt. Nur so weit können wir teilnehmen. Eine der wichtigsten Dinge, die wir tun können, ist uns selbst einmal so zu sehen, wie wir wirklich sind. Und nicht so, wie wir es gerne hätten.